hallo, wir waren gerade bei Dead Island 2. Wir haben es mal ein bisschen angespielt. Und wie fandest du das Spiel so? Ja, also grafikmäßig war es unter aller Kanone, fand ich. Und diese Demo, was man jetzt spielen konnte, wusste nicht viel, was man machen sollte, außer Zombies abschlachten. Ja, also ich war jetzt nicht begeistert. Das waren nur Zombie-Abschlachten. Du hattest am Ende deinen Score angezeigt bekommen, wie viele Zombies du gekillt hast, und das war's. Was mich gestört hat, ich hatte brutal viele Lags. Ja, ich hatte auch, war krass. Das war enorm. Und bei mir, ernsthaft, bei mir waren manche Spieler unsichtbar und manche Zombies. Ich wurde angegriffen und ich hatte keine Ahnung von wo. Ich hatte dann irgendwo nur mal so in der Pampa, hatte ich dann einen roten Balken angezeigt bekommen. Ja, da hier Gegner, ne? Ja, mir auch. Ich so, ein Zombie steht vor mir, ich will ihn so abschlachten. Schwert geht so durch und durch, kein Ding. Okay, dann lebst du halt weiter. Ah, okay. Ja. Aber wenn du denkst, so mit gestern Dying Light. Dying Light war wirklich viel, viel besser. Das hat auf jeden Fall mehr Spaß gemacht. Ja. Hat besser ausgesehen. Also es war viel, viel zu hell, wenn du gerannt bist, was du die meiste Zeit natürlich tust. Da haben sich die Farben total ineinander vermischt. Also das Spiel kannst du 20 Minuten spielen, dann hast du einen epileptischen Anfall. Aber brutal, vielleicht waren auch einfach die Bildschirme falsch eingestellt. War auf jeden Fall nicht wirklich geil. Was gibt man dem Spiel? 2,5 Sterne, würde ich sagen. Ja, 2,5. Bis zum nächsten Mal.